Es gibt einen ganz schönen Vers in der Bibel, Psalm 36, der sagt, Gott hilft Mensch und Tier. Und ich finde, der drückt ganz schön aus, dass zum einen Mensch und Tier irgendwie in einem Boot sitzen. Also diese Formulierung Mensch und Tier gibt es auch noch an mehreren anderen Stellen in der Bibel. Aber bedeutet an der Stelle natürlich auch ganz konkret, dass Gott sich nicht nur um uns Menschen kümmert, sondern auch die Tiere genauso im Blick hat. Hallo und herzlich willkommen bei BibelTV, das Gespräch. Allerspätestens seit Greta Thunberg ist Umweltschutz in aller Munde und zum Anliegen vieler Menschen geworden. Auch wenn Christen eher von Schöpfungsbewahrung sprechen, geht es vom Ergebnis her um dasselbe: die Erde, die Umwelt, die Schöpfung zu bewahren und heute Mittel zu finden, der zunehmenden Zerstörung etwas entgegenzusetzen. Unser heutiger Gast fühlt sich gerade als Christin in der Pflicht dazu. Herzlich willkommen, Anja Schäfer. Dankeschön. Ich würde mal so sagen, den ersten Schritt haben Sie ja schon gemacht. Und das ist ja auch gleichzeitig der schwierigste, damit irgendwie mit anzufangen. Denn ich denke, viele Leute werden sagen, ja klar, super Anliegen, will ich auch machen. Aber dann hört es oft auch schon auf. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ich muss da was machen und ich werde auch was tun und haben begonnen? Also da gibt es verschiedene Antworten oder das ist eine längere Geschichte. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich schon in der Schulzeit war, so im Treppenhaus vor meiner Schule hatten alt- oder höhere Jahrgänge so Banner aufgehängt und haben über Nicaragua-Kaffee damals informiert. Ich hatte keine Ahnung, was Nicaragua ist, aber mich hat das irgendwie fasziniert, dass durch das, was ich hier kaufe, was wir hier im Supermarkt einkaufen, Auswirkungen hat für Leute, die unsere Produkte herstellen. Und das ist sicherlich was, was mich da schon irgendwie beschäftigt hat. Also da fing irgendein Gedanke an. Und ganz konkret, was jetzt noch mal mehr, also umfassender mein Lebensstil dann verändert hat, war, als mein erster Sohn geboren wurde. Da haben ganz viele um mich herum nur noch Biofleisch gekocht, für ihre Kinder nur das Beste und so. Und ich habe erst ein bisschen drüber gelacht, ehrlich gesagt. Und dann habe ich eine Reportage über Massentierhaltung zu viel gesehen und dachte, nee, also so kann das irgendwie nicht richtig sein. Da haben wir irgendwie das Rad zu weit gedreht oder haben es überdreht mit der Tierhaltung und habe mir da Gedanken gemacht. Und wir haben dann irgendwann ziemlich konsequent umgestellt auf entweder Biofleisch oder Fleisch von einem Metzger, wo wir wissen, woher die kommen, von welchen Höfen das Fleisch kommt. Und das war so der Start dann ganz akut. Das war der Start und es ist vermutlich auch nur eine Sache, in der Sie etwas verändert haben. Vegetarier sind Sie nicht geworden, sondern Sie haben das irgendwie auch mit Rücksicht auf die Kinder oder gleich beim Fleisch dann doch belassen? Ja, irgendwie, ich glaube schon, dass es in Ordnung ist, dass wir Fleisch essen, das sehe ich schon. Aber wir haben es schon drastisch reduziert. Nicht nur, weil Biofleisch natürlich viel, viel teurer ist, sondern auch, weil das ja insgesamt fürs Klima besser ist, weniger Fleisch zu essen. Aber ja, wir haben es einfach nicht ganz aufgehört. Ja, hängt auch mit den Kindern zusammen, die gerne Salami oder mal eine Wurst oder irgendwas essen. Aber genau. Gut, das ist nur ein Steinchen. Wie hat sich der Alltag insgesamt verändert? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man einmal bei einem Thema anfängt, wird man irgendwie sensibler, auch insgesamt für das ganze Thema bewusster zu konsumieren. Man überlegt sich halt an vielen Stellen, was man verändert. Eine Sache, die wir sehr konsequent ändern, und das ist ja auch super easy, ist, dass wir nur noch fair gehandelten Kaffee kaufen. Das ist ja einfach auch nur eine Entscheidung, die man trifft, weil ich eben weiß, was das ändert, dass die Leute, die meinen Kaffee pflücken, eben fair bezahlt werden dafür, was ich irgendwie auch nur anständig finde. Also Kleidung ist ein anderer Punkt zum Beispiel. Seither versuche ich viel mehr gebrauchte Kleidung irgendwo zu kaufen, in Secondhand-Shops zu gehen oder auch online auf irgendwelchen Börsen. Gerade für die Kinder ist das natürlich super einfach. Da gibt es ja ohne Ende Kinderflohmärkte und so. Für mich ist es schon ein bisschen schwieriger. Da ist irgendwie mein Motto, ich muss das nicht super konsequent machen. Darum geht es nicht. Ich muss nicht jemandem was beweisen oder irgendwie sowas, sondern mehr in die Richtung zu gehen. Und das versuche ich seither schon. Oder gerade kurze Strecken versuche ich viel mehr mit dem Fahrrad zu fahren oder so. Also an vielen Punkten hat das Auswirkungen. Sind Ihre Kinder da hineingewachsen oder war das für die auch eine Umstellung? Ja, ich glaube, die kennen das nicht anders. Ich überlege jetzt gerade so, wie leicht es ist, bestimmte Dinge, die man mal angefangen hat, dann auch fortzuführen. Oder ob es dann durch bestimmte Umstände, sei es die Kinder oder weiß der Himmel was, dass man wieder in das alte Verhalten zurückfällt. Nee, ich glaube, mit den Kindern haben wir das konsequenter umgestellt. Wir haben das mit denen, sind da mit denen den Weg gegangen. Mhm.
Inzwischen sind ja, glaube ich, viele Leute, die das auf diese Weise versuchen. Haben Sie sich irgendwie auch organisiert? Gibt es da so einen Austausch? Und das hilft dann auch neue Dinge noch einmal zu beginnen, andere Weisen einzuüben, vielleicht noch konsequenter nicht nur den Kaffee fair zu kaufen, sondern eben auch andere Dinge noch? Ich bin nicht organisiert in irgendeinem Verein oder irgendwas, aber klar, über soziale Netzwerke oder einfach natürlich den Austausch mit Freunden kommt man schon auf andere Themen. Gerade hat mir eine Freundin ganz cool so neue, ist jetzt nicht gerade ihr Thema, aber so Abschmink-Pads, die kaufe ich jetzt in der Maske. Nach der Sendung unbedingt, ja. Also nicht mehr Wegwerfsachen, sondern die ich wiederverwerten kann. Und das kam, weil sie die gerade für sich genäht hat und mir welche mitgemacht hat. Also da gibt es natürlich einen Austausch, wo man irgendwie dann guckt. Mhm. Nun tun Sie das ja nicht nur, weil Sie besorgt sind um die Zukunft der Erde, sondern auch, weil Sie sich als Christin verstehen. Ist das irgendwie von der Motivationslage ein Unterschied, also dass so ein Christ das tut? Sagen wir mal, also sprechen Sie von Schöpfung oder sprechen Sie von Umwelt? Was würden Sie sagen? Also vielleicht spreche ich von Umwelt, aber natürlich ist für mich immer der Gedanke da, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und für mich ist es schon auch, also hat es ganz viel auch mit meinem Glauben zu tun, weil ich sehe, dass Gott sehr großzügig ist, eine wahnsinnige Welt für uns geschaffen hat mit Farben und Tieren und Variablen. Das ist ja Wahnsinn. Und er da irgendwie aus der Fülle gibt. Und ich glaube, dass wir auch aufgerufen sind, irgendwie großzügig zu leben zum Beispiel. Oder ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich hier leben darf und ein trockenes Dach über dem Kopf habe im Hamburger Regen oder es warm ist und so. Und das gönne ich auch anderen Menschen, die jetzt für meine Produkte zum Beispiel sorgen in anderen Teilen der Welt. Also es hat an ganz vielen Stellen mit meinem Glauben auch zu tun. Aber natürlich ist es nicht notwendig zu glauben, um sich anständig für die Erde zu kümmern. Ich habe mal überlegt, also ich würde als Christ das Gleiche sagen. Also natürlich müssen wir uns für die Schöpfung einsetzen. Aber mir ist dann nochmal dieser Satz eingefallen, wo doch dann Gott in Genesis, also im Schöpfungsbericht, sagt, macht euch die Erde untertan. Das klingt jetzt nicht nach Umweltschutz. Nee, ich glaube, damit hat Luther uns keinen Gefallen getan. Also das hebräische Wort, was dahinter steht, ist so ein Wort, das eine Entwicklung durchgemacht hat. Und das heißt tatsächlich in späteren Texten oder in späteren Zeiten kann es tatsächlich sowas wie vergewaltigen sogar bedeuten oder zertreten oder so. Aber in der Zeit, in der die Schöpfungstexte entstanden sind, hat es eher sowas wie pflegen und bewahren. Das hat eher so den Gedanken von einem Gärtner, der schon da auch mal Blätter ausreißt, damit es ordentlich wächst. Aber es ist immer der Kümmern-Gedanken auch mit drin. Der in diesem ganzen hebräischen Denken wurde immer auch zum Beispiel für Herrscher wurde der immer mitgedacht. Die haben sich um ihr Volk gekümmert, aber waren eben auch die Führer. Und das ist eher das Wort. Das hat uns ein bisschen in die Irre geführt, glaube ich, dass wir da als Christen nicht vorne dran sind bei diesem Thema leider. Weil es ja auch sonst in der Bibel keine Rolle spielt. Aber es ist ja auch vollkommen klar, wie sollte das vor 2000 Jahren ein Thema gewesen sein? Hier liegt ja ein Buch. Das muss man jetzt auch vorlesen, weil wenn ich es sage, ganz schön verrückt, dann klingt das eben verrückt. Aber Sie schreiben es ja ganz anders, verrückt. Also wie das Wort fair. Ist das der besondere Akzent, um den es Ihnen geht bei Ihrem Anliegen Umweltschutz? Also fair zu sein, weil Sie eben auch diese Fairtrade-Produkte angesprochen haben. Genau, in dem Buch geht es mir zum einen um Umweltschutz, aber es geht mir auch um den fairen Handel. Das sind ja eigentlich zwei Sachen. Das heißt, insgesamt geht es mir mehr darum, bewusst zu konsumieren. Also die Sachen, die ich einkaufe oder wie ich lebe, das bewusst zu machen, mir zu überlegen, generell, wie ich es machen will. Und das Verrückt kommt eben von dem fairen Handel. Das nimmt schon einen Teil in diesem Buch ein. Geben Sie da so Anleitungen, wie man was tun könnte? In dem Buch? Also da beschreibe ich mehr, wie ich das erlebt habe. Also ich beschreibe mehr mein Scheitern und die spannenden Sachen, die ich rausgefunden habe, das, was nicht geklappt hat. Also ich rede da ganz viel von dem, wie ich irgendwie in dieses Thema reingekommen bin und damit lebe. Was war denn für Sie das Schwierigste? Ein Thema, womit ich immer noch nicht so ganz genau weiß, wie ich damit umgehen soll, ist tatsächlich das Thema Klima. Also das Buch ist auch vor Greta Thunberg erschienen. Und das finde ich total schwer. Also CO2 zu vermeiden, finde ich nicht so einfach. Klar, ich fliege jetzt nicht besonders oft, dafür bin ich nicht Geschäftsfrau, die ständig durch die Welt jetten muss. Also das ist so ein Thema, wo ich immer mal wieder überlege, so wie mache ich es? Weil mein Anliegen ist nicht, ich muss nichts perfekt machen, weil sonst weiß ich, hätte ich gar nicht erst angefangen, wenn ich denken würde, so jetzt muss ich aber hier super alles extrem machen. Mein Motto war immer, ich mache das, was geht und was ich kann und was ich will, wofür ich mich entscheide. Und nächstes Jahr bin ich einen Schritt weiter.
Jetzt sagen Sie, Sie überprüfen, also überprüfen haben Sie eben nicht gesagt, aber so von Jahr zu Jahr nehmen Sie sich wieder was anderes vor. In welche Richtung geht das denn? Was haben Sie? Haben Sie so ein Idealziel, wie Sie das eines Tages mal für sich geregelt haben möchten? Nee, das würde ich nicht sagen. Ich gucke eher so, was kommt, also wie jetzt dieser Tipp von der Freundin. Also wenn ich so Sachen sehe und begegne und denke, ja, das könnte ich noch machen. Oder zum Beispiel in meinem Stadtteil hat jetzt ein Unverpackt-Laden eröffnet. Also das sind die Läden, wo ich Sachen, die so große Container haben, Nudeln, Reis und so weiter, und man sich die in mitgebrachte Container füllt. Mit ihren Gläsern ganzen, oder so, da könntest du es genau, rein tun. Damit spart man halt den ganzen Kunststoffmüll. Den habe ich unterstützt, als er aufgemacht hat. Der liegt aber ein bisschen ungünstig. Also ich müsste auch eigentlich mit dem Auto hinfahren und kann das nicht so auf einem Weg. Also das ist wiederum der Nachteil. Das andere kann ich oft auf dem Weg einfach einkaufen. Aber das ist so eins, was da ist. Und ich versuche, wann kann ich meinen Weg daran vorbeiführen, sozusagen, um da einzukaufen. Also eher so Sachen, die mir begegnen, wo ich denke, ja, das ist wieder eine Idee, die kann ich gut in meinen Alltag einbauen. Jetzt würden wahrscheinlich manche Klimaforscher sagen, ja, das ist alles ganz schön, dass sie das macht. Aber damit werden wir die Welt nicht retten. Das muss noch viel extremer werden. Wie wird man denn mit diesem, ich kann mir vorstellen, dass man manchmal eben auch so einen Frust entwickelt und denkt, mein Gott, jetzt kommen da schon wieder so Meldungen, in 10 Jahren soll das und das sein und in 20 Jahren ist der Wasserspiegel so hoch. Was kann ich denn überhaupt ausrichten? Was hält sie denn daran fest, auch diese kleinen Schritte zu tun? Ja, ich glaube immer, dass es wirklich beides braucht. Ich glaube schon, dass wir alle irgendwie auch selber was verändern müssen, weil das auch uns irgendwie ja sensibilisiert für das ganze Thema, weil wir irgendwie mehr uns Gedanken drum machen und auch damit mehr einverstanden werden, wenn die Wirtschaft was umsetzt und Sachen zum Beispiel teurer werden, wenn die Politik Schritte geht. Da bin ich viel mehr bereit, wenn ich selber das in meinem Leben auch versuche. Außerdem kann ich schlecht in meinem Leben nicht darauf achten, aber von der Wirtschaft fordern, dass die Sachen groß umstellt. Von daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass wir Sachen umstellen. Und ich, zum Beispiel, wenn wir keine Inlandsflüge mehr, wenn wir die boykottieren, stattdessen Schlafwagen oder mehr mit dem Zug fahren und die Flüge einfach gestrichen werden, natürlich verändert das was. Also das sind schon einfach CO2-Tonnen, die da eingespart werden. Also es ist beides. Ich bin nicht so naiv zu denken, meine kleine Veränderung wird ganz viel verändern. Aber ich glaube schon, dass es auch ohne nicht geht oder dass es keinen Sinn macht, wenn wir selber alle so weiterleben wie bisher. Gibt es auch Menschen in Ihrem Umfeld, die sagen, das ist alles übertrieben, die Greta Thunberg geht mir auf die Nerven und jetzt fängst du mit so einem Kram auch noch an? Also ganz direkt Leute, die ich kenne, nicht, aber so auf Facebook oder so begegnet es mir schon. Ich bin immer so ein bisschen irritiert, wie man da so aggressiv werden kann, diesem armen schwedischen Mädchen gegenüber. Also ich finde es Wahnsinn, was sie angestoßen hat und stehe mal etwas ratlos da, warum man da so Aggressionen entwickelt. Das ist mir etwas schleierhaft. Ich finde das toll. Ich bin jedem dankbar. Ich bin jedem, der mit Fridays for Future auf die Straße geht und uns alle aufrüttelt und erinnert, was wir da alles tun können und sollten und dass sich im Großen auch was verändern sollte, bin ich total dankbar. Aber Sie selber haben jetzt noch keine Reaktion abbekommen, so dass Leute gesagt haben, oh, jetzt hör mal auf, komm. Also ich kaufe jetzt den Kaffee, der schmeckt mir viel besser als diesen komischen Fairtrade-Kram. Nee, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich da jetzt nicht besonders missionarisch bin. Also ich finde, also ich mache das, ich beschreibe in meinem Buch auch, wie ich das selber umsetze, aber ich verlange das oder ich reibe das niemandem unter die Nase oder wenn mir jemand Fleisch oder ich frage auch nicht, wenn ich bei jemandem zu Gast bin, ist das jetzt Biofleisch oder sowas, das finde ich, da ist mir die Gastfreundschaft wichtiger und deswegen, also nee, kann ich nicht sagen, dass ich da negative Reaktionen habe. Wenn jetzt jemand sagt, naja, die versucht es zumindest mal anzufangen, die Anja Schäfer, das würde ich auch gerne tun, was würden Sie empfehlen, was sollte diese Person tun? Also ich würde immer eins von drei Sachen sagen. Man kann mit den ganz kleinen Sachen anfangen, also einen Beutel mitnehmen zum Einkaufen, statt eine Plastiktüte zu nehmen. So all diese ganzen kleinen Sachen, die man so kennt. Da gibt es ja überall Tipps, die findet man überall. Oder man macht Sachen, die einem irgendwie am Herzen liegen. Bei mir ist das der faire Handel, weil ich das eben einfach faszinierend finde, dass das, was ich hier kaufe, woanders eine Auswirkung hat für die Menschen, wie die leben, ob sie eine Gesundheitsversorgung haben oder nicht und. Das können aber auch ganz andere Sachen sein. Oder angefangen hat es bei mir ja bei Fleisch, wo ich gesagt habe, nee, also das geht nun nicht mehr. Oder das Dritte, wie man anfangen kann, ist, finde ich, eben sich die großen Themen zu nehmen. Und ich würde sagen, die großen Themen sind eben CO2. Also zu gucken, wo kann ich weniger Auto fahren, wo kann ich mehr Zug fahren, wo kann ich aufs Fliegen
verzichten, wo kann ich Energie sparen in meinem Haus, indem ich mehr dämme oder so. Also das sind die großen Sachen, die man da verändern kann. Oder eine Sache ist sicherlich, weniger einfach zu konsumieren oder gebrauchte Sachen, also nichts neu herzustellen, sondern da anzufangen. Da haben Sie eine große Aufgabe. Ne? Ich meine, gerade wenn Sie Kinder haben, es ist ja so normal, dass man in bestimmte Ketten geht und sich jetzt wieder was Neues kauft und das dann nach 3 Wochen gegebenenfalls wieder wegschmeißt und dann wieder was Neues sich erwirbt oder kauft, die dann ganz billig sind und die in Indien, in Bangladesch oder China hergestellt worden sind unter schrecklichen Bedingungen. Sehen Sie da irgendwie in Ihrem Umfeld auch oder auch in dieser Generation, dass sich da dann auch etwas tut, dass Leute auf der einen Seite zwar sagen, ja, Fridays for Future, aber dann eben auch das eigene Verhalten entsprechend verändern? Oder sind wir inzwischen in so einem Konsumverhalten drin, dass es eigentlich keiner kaum rauskommt? Also ich sehe ganz viele Leute, die ganz viel verändern. Also viele auch, viel mehr als ich. Also das ist, da bin ich auf keinen Fall eine große Leuchte. Ich beschreibe da mehr ehrlich, was wir normalen Menschen so verändern können oder so. Also da bin ich sicherlich kein ganz leuchtendes Beispiel. Und die Teens oder Jugendlichen, die ich kenne, die auf Fridays for Future gehen, die sind Vegetarier oder Veganer geworden. Die haben viel in ihrem Leben verändert. Die haben ihre Familien überredet, eine Fahrradtour zu machen im Urlaub, statt in Urlaub zu fahren. Die weigern sich jetzt zu Verwandten mit dem Flugzeug zu fliegen. Also die ich kenne, verändern da selber ganz viel, ja. Wo möchten Sie denn noch hin? Nicht in Urlaub, sondern von Ihrer Position her. Oder sagen Sie sich, ich bin froh, dass ich diese kleinen Schritte mache und wenn das alle täten, wären wir schon ein Stück weiter? Oder setzen Sie sich selber auch noch andere Ziele? Es ist mehr, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich das, was mir begegnet, gerne noch umsetzen will. Also für mich ist das Ziel nicht, irgendein Ideal zu erreichen oder für irgendjemanden, sondern so viel zu machen, wie geht und wie ich in meinem Alltag umsetzen kann. Es gibt natürlich ganz viele Möglichkeiten anzufangen. Ich glaube, jeder von uns macht ja auch schon irgendwas. Ich kaufe ganz gerne im Unverpacktladen ein, weil das wirklich die Chance ist, Plastik zu vermeiden. Plastiktüten, die man und Plastikverpackungen, die man sonst nur ein einziges Mal benutzen würde. Und das gibt mir die Chance, meine Müllberge zu reduzieren. Und als erstes wiegt man dann hier seine Dosen ab, damit man das hinterher gut bezahlen kann. Und dann schreibst du dir einfach deine Grammzahl drauf, sodass sie an der Kasse wissen, was sie dir abziehen, was nicht zum Inhalt gehört. Und wenn wir unsere Schalen abgewogen haben, dann können wir uns hier was Schönes aussuchen. Es gibt ganz viele Sorten Nudeln und verschiedene Reissorten, Bohnen, Erbsen, Hirse, Bulgur. Und ich würde heute mal die Vollkornspiralen nehmen. Ich habe von dem Laden schon gehört, bevor er gegründet wurde und habe mich daran beteiligt, als sie über eine Crowdfunding-Plattform dann Geld gesammelt haben, um die ganze Ladeneinrichtung zu kaufen. Die ganzen Container und Behältnisse unserer Regale, die muss man ja auch erstmal anschaffen und habe mich daran beteiligt. Und dann kriegte man hinterher einen Gutschein dafür und konnte dann eben für den Wert, den man da bezahlt hat, auch einkaufen. Klar, es ist natürlich ein bisschen aufwendiger einzukaufen. Man muss die ganzen leeren Sachen mitbringen, man muss sie hinterher wieder spülen. Man spart einfach Müll. Es ist hinterher weniger in der Plastikmülltüte und das freut mich dann schon. Hier gibt es Nüsse, all das eben auch, was man noch im Grunde zum Müsli braucht und mehrere Teesorten und Kaffee. Also es ist schon eine relativ breite Produktpalette. Es gibt einen eigenen Koch und Bäcker, der bracht immer tolle Brote und Quiche. Es gibt einen Mittagstisch. Und nachdem die ganzen Unverpacktläden angefangen haben, fangen jetzt ja erste Supermärkte an und haben so einzelne Ecken für ihr Müsli-Zubehör oder so und haben die auch in so Containern. Die erste Gründerin hatte noch ganz viel Schwierigkeiten, überhaupt Lieferanten zu finden, die ihr Säcke voll Mehl lose verkauft oder all die anderen Zutaten. Und das ganze Wissen hat sie sich erarbeitet und gibt das inzwischen weiter. Und nur dadurch können immer mehr entstehen. Also ich sehe das schon größer. Nicht nur mein kleiner Einkauf ist es hier, sondern das ist auch ein Zeichen dafür, dass sich Einkauf generell verändern kann, indem man solche Sachen mal ausprobiert. Moin! Moin! 1 Kilo Linder hätte ich gerne. Ja. Ich kaufe gerne am Markt ein, gerade hier, weil das natürlich ganz viel regionale Sachen sind. Das ist immer nett, man hält mal hier ein kleines Schwätzchen, erfährt da irgendwas über irgendein Produkt.
Also es ist irgendwie natürlich ein viel persönlicheres Einkaufen. Es ist nicht so anonym, sondern da sind wirklich Menschen und es ist immer auch eine nette Begegnung einfach. Hamburg hat auch ein ganz großes Obst-, Gemüse- und Blumenanbaugebiet und da verkaufen hier die Händler ihre Sachen. Das heißt, das ist nicht weit angeliefert worden und das unterstützt hier unsere Landwirtschaft ganz in der Nähe. Der Milchhof ist so eine Viertelstunde entfernt von unserem Wohnhaus. Und das bedeutet, dass es natürlich ganz regionale Milch ist, die wir hier kaufen. Die haben ungefähr 150 Kühe und man bestellt hier die Milch. Die Menge, die man will, die kriegt man in so großen, wiederverwertbaren Containern, also so Kübeln. Und die kriegt man dann geliefert, zweimal in der Woche zum Beispiel. Und bezahlt dann noch irgendeine Pauschale für die Reinigung und sie holen die dann leer wieder ab und liefern dir beim nächsten Mal neue. Das heißt, du sparst auch die ganze Verpackung, also die ganzen Tetrapaks oder wo immer du sonst deine Milch drin kaufst. Es gibt einen ganz schönen Vers in der Bibel, der aus dem Psalm 36, der sagt, Gott hilft Mensch und Tier. Und ich finde, der drückt ganz schön aus, dass zum einen Mensch und Tier irgendwie in einem Boot sitzen. Also diese Formulierung Mensch und Tier gibt es auch noch an mehreren anderen Stellen in der Bibel. Aber bedeutet an der Stelle natürlich auch ganz konkret, dass Gott sich nicht nur um uns Menschen kümmert, sondern auch die Tiere genauso im Blick hat. Ich glaube, dass wir das heute sehr viel mehr abgetrennt haben, dass wir in unseren Städten leben, Häusern und unserer Arbeit nachgehen und dass das in der Bibel das Verständnis noch sehr viel mehr mit der Natur natürlich zu tun hatte. Ich finde es total nett, dass ich hier hingehen kann, die Kühe besuchen kann. Ich weiß, dass die hier das Tageslicht sehen, dass die auch auf die Weide dürfen, dass die auch Futter kriegen, was unmittelbar hier angebaut wurde. Das finde ich schön. Das ist nicht irgendein anonymes Produkt, wo ich nicht ganz genau weiß, ob da nicht Tausende von Kühen in irgendwelchen Ställen stehen. Auch solche Ställe habe ich schon gesehen. Sondern hier haben die Kühe ihren Namen und ich weiß, dass die Landwirte die gut behandeln. Das ist ganz bei mir in der Nähe und ja, das schätze ich schon. Hier regionale Milch oder auch im Unverpacktladen zu kaufen oder auf den Markt zu gehen, das sind für mich so erste Schritte. Ich wünsche mir, dass ich nächstes Jahr noch einen Schritt weiter bin und suche immer noch nach Wegen, Läden, Ideen, die ich in meinen Alltag einbauen kann. Ja, und daneben das Leben zu genießen, Menschen zu genießen und irgendwie die Prioritäten richtig zu setzen. Gut, Frau Schäfer, damit haben wir schon mal gehört ein paar Dinge, womit Sie Leuten empfehlen, beginnen zu können, wenn Sie sich einsetzen wollen für die Schöpfung oder für die Umwelt. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Alles Gute für weiteres Engagement. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön für Ihr Interesse an der heutigen Sendung. Hoffentlich bis bald, wenn es wieder heißt Bibel TV, das Gespräch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.